Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Das letzte Mal haben wir die Geschichte vorangetrieben und heute schauen wir uns mal ganz gemütlich in Bowsers Land um. Beziehungsweise heute und im nächsten Part, keine Ahnung, wie viel man hier so finden kann. Hier entlang, das ist eine Abkürzung. Will ich eine Abkürzung nehmen? Wo bringt ihr mich denn hin? Oh, ganz nach oben. Ja, wobei ist okay. Gehen wir halt von oben nach unten. Und schauen uns mal ein bisschen um. Oh, Collectible Münzen. Es fängt gut an, es fängt gut an. Auch wenn ich gleich plattgematscht werde. Nein, ich versuch's zu verhindern, also. Einigermaßen erfolgreich. Nice! Na, das sieht doch schon nach Mond aus. Eine sehr beeindruckende Tür hat sich geöffnet und wir finden dahinter einen riesigen Turm und oben ist ein Mond. Gut, 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 gut. Ah, ich muss mit dem Vogel hier rumklettern. Ist aber auch in Ordnung. Mache ich ja eigentlich ganz gerne. Aber erstmal schauen wir hier vorne. Ja, bei diesen Türen gibt es ja auch meistens was zu finden. Boah, ein paar Münzen. Besser als nichts. So. Was nu? Vor allen Dingen, hier ist definitiv irgendwo ein Bonusmond doch noch versteckt. Wir gehen erstmal auf die Rückseite. Und haben wir da irgendwo was? Ah, Moment! Oh, Moment! Moment, Moment, war da unten was? Hä? Ah, Leute, hier ist ein Schlüssel! Ach, krass. Boah, gut, dass ich nachgeschaut habe. So, piekst mal deinen Freund weg. Sehr schön. Gar nicht mal so leicht. Holy moly, jetzt müssen wir nur noch da oben kommen. Ja, wobei auch das sah jetzt nicht so anstrengend aus. Okay, fast gefailed. Ganz, ganz fast. Ganz, ganz fast. Was für ein Satz. Wisst ihr, was ich meine? Ganz, ganz knapp. Aber wir sind schon oben! Leute, das war ja super leicht. An der Spitze des rotierenden Turms. Ja, aber nette kleine Prüfung. Den rotierenden Turm runter und rauf. Was für ein erfolgreicher Besuch. Jetzt porte ich mich aber, glaube ich, trotzdem nochmal nach oben. Wir gucken uns erstmal ganz oben um, bevor wir weiter nach unten gehen. Ah, falscher Punkt. Ich war mir gerade schon nicht sicher. Hier wollte ich dann eigentlich hin. Am Fuße des Turms, das müsste richtig sein, ne? Genau. Es geht doch... Aber es geht doch noch ein Stückchen höher. Das müsste doch hier der allerhöchste Punkt sein. Da war ja der Bossfight, ne? Genau. Oh nein, zwei Hasen. Oh, bitte nicht. Und hier auf dem Dach, oder was? Oh, dieses Hasenfangen. Das finde ich sowieso relativ schwer. Aber hier so auf dem Dach, hier fällt man auch voll leicht runter. Ach, kann sein, dass wir das sogar auf später verschieben. Ah, wobei. Vielleicht doch nicht. Was? Der hatte nur eine Münze dabei. Will er mich veräppeln? Hat der andere jetzt den Mond? Ja. Kurz und knapp. Lass mich den nicht veräppeln. Hoppel die Hopp auf Bowsers Festung. Sehr schön. Gut. Trotzdem müssen wir hier nochmal im Kreis gehen, einfach um den Rand hier abzusuchen. Ja, ist auch so eine typische Stelle, wo man noch Monde verstecken könnte. Oh, schaut mal, da sind noch Collectible-Münzen. Vielleicht sind an der anderen Seite auch noch welche. Ja.
eher ein bisschen unspektakulär aus. Was für miese Hasen. Der eine war voll der Fake-Hase. Das ist so ein schönes Gebäude. Mensch, Mensch, Mensch. Nee, aber hier gibt es auch keine Collectible-Münzen mehr. Dann können wir wirklich mal da vorne auf die Plattform gehen. Dann lassen wir uns mal überraschen. Oh, ein neuer Checkpoint. Arena der Entscheidung. Joa. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Chill-Out-Area hier. Wobei, ich glaube, das soll halt so ein Zen-Garten sein, ne? Also vom Sand her schaut es zumindest so aus. Kann man an die Stangen dran? Tatsächlich? Wusste ich gar nicht. An den anderen scheint aber nichts zu sein. Tja, dann haben wir hier noch solche Steine. Nee. Schaut's hier aus. Auch kein Mond. Egal. Tic-Tac-Challenge. Oder Tic-Tac-Turnier. Was? Sieht doch voll leicht aus. Nice. Aber locker. Bowsers Land. Tic-Tac-Turnier 1. Ist das hier wieder eine Abkürzung? Nö! Another room. Oh Gott! Mit Stacheln. Krieg doch keinen Schaden hier als Statue, ne? Natürlich nicht. Was ist denn jetzt hier das Ziel? Also es gibt mehr... Ach so! Ach, es gibt mehrere Statuen und ich muss diese Statuen jetzt hier rüberbringen. Kann das sein? Da vorne ist doch schon ein Mond. Das ist der Bonusmond? Nein, es ist ein Herz. Ach so, mit den Statuen kann man jetzt die Kisten nicht kaputt machen. Hätte ich die mal vorher kaputt gemacht, hätte ich mir ein bisschen Weg sparen können. Oh Gott. Und? Nein! Wieder kein Mond! Wo sind denn hier die Monde? Also einer ist am Ende, definitiv. Ja, hier sind Münzen. Ach, ich nehme sie mal sicherheitshalber mit. Man weiß ja nie, ne? Zack! Okay. Dann drehe ich einfach mal ein bisschen die Kamera die ganze Zeit. Vielleicht finde ich ja irgendwo den geheimen Mond. Oder ich muss die Statuen noch darüber bringen. Das könnte auch sein. Finde ich übrigens, ist ein mega geiler Raum. Also gefällt mir. Also am Rand sehe ich jetzt jedenfalls nichts. Ah. So. Ah, könnte ich mich theoretisch auch einfach so rüberdruckseln. Vielleicht sogar mehr Sinn, ne? Nein! Oh nein! Nein! Ich wollte den... Tada! Ich wollte eigentlich den Cappy-Jump machen. Hat nicht so ganz funktioniert, leider. Mensch, 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 Mensch. Wahrscheinlich hätte ich die Statue auch einfach verschieben können da vorne. Dann hätte sich hier ein Weg aufgetan. Ach... Manchmal ist der Wurm drin, Leute. Jo! Und? Ja, hätte ich einfach mal eine Statue hier drauf gemacht. Was ist los mit mir? Will ich jetzt die beiden nach da vorne räumen, oder was? Ich frage mich halt immer noch so ein bisschen, wo der geheime Mond ist. Ach so, okay, dann kommt man da rüber. Beziehungsweise da hoch. Wo ist der geheime Mond? Wo hat er sich versteckt? Gut, das hätten wir schon mal. Aber hier ist doch schon das Ende.
Jesus, großes Abenteuer. Gibt's hier keinen Geheimmond? Also, hier hinter zumindest schon mal nicht. Hä, hier ist kein Geheimmond. Oder hätte ich die Kisten unten noch aufbrechen müssen? Vielleicht da oben auf dem Dach, aber... ja, keine Möglichkeit, da hochzukommen. Ja, vielleicht gibt's hier einfach keinen. Also, kann auch sein, dass es hier wirklich nur einen einzigen Mond gibt. Ich pack nochmal kurz die Statue da weg. Nee, da ist auch nichts drin versteckt. Also wenn in den Kisten was wäre, dann würden die Kisten leuchten, aber trotzdem nochmal. Also die einzige Stelle, die ein bisschen auffälliger war, war die dort unten, aber... ah, Moment! Moment, mein Controller vibriert so ein bisschen. Oder ist das die Stelle hier oben? Aha. Okay. Ich dachte, dass da jetzt vielleicht auch noch was wäre. Wie sieht's hier aus? Hier vibriert's aber auch nicht. Nee, keine Ahnung. Also dann gibt's jetzt hier halt einfach keinen zweiten Mond anscheinend. Muss ja auch nicht immer sein, ne? Oder es gibt einen und ich finde ihn halt einfach nicht. Dann finde ich ihn beim nächsten Mal. Okay, dann kommen wir hier raus. Kann ich auch eigentlich hier rausgehen? Ist im Endeffekt wurscht. Ah, Moment. Ah! Krass! Das habe ich nicht gesehen am Anfang. Das habe ich nicht gesehen. Oh! Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin zum Anfang. Na, schaut mal, doch ein zweiter Mond. Aber irgendwann. Oder in irgendeinem Part hat da auch mal jemand kommentiert. Ich glaube, Papyrus, dass es auch in jedem dieser Räume wirklich zwei gibt. Von daher war ich jetzt auch schon misstrauisch. Okidoki. Oh, nein! Jetzt nicht sterben, Leute. Nein! Oh, war das knapp. Was? Wie komme ich denn da rein? Lass mich jetzt einfach von oben runterfallen. Mensch. Da hätte ich mich ja geärgert. Jizo und der versteckte Raum. Boah, mein Herz. Jetzt haben wir hier alles. Meine Hände schwitzen auch tatsächlich gerade. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, nach unten gehen. Beziehungsweise wir gehen jetzt auf die nächste Etage. Die Hasen sind auch wieder da. Wobei mich das so halb interessiert. Oh, da habe ich Collectible-Münzen gesehen. Da habe ich Collectible-Münzen gesehen. Und da ist ein Mond. What? Wie komme ich denn da hinten hin? Hä? Irgendwas übersehen? Ach, da ist Lucky Du. Leute, Lucky Du ist mal wieder da. Hallöchen. Das heißt, hier können wir auch irgendwo was angeln wahrscheinlich. Und... lilane Münzen schnappen. 82 haben wir ja schon. Wo sind hier Fische? Zwei sehr kleine. Oh, ich glaube, der ist groß. Na? Der kann echt durch diese Giftsuppe schwimmen. Wie seltsam. Ein sehr, sehr komischer Fisch. Hey, das ist Schnuffel. What? Schnuffel hat einen Gastauftritt. Auf Fischfang? In Bowsers Festung? Ah, aber Schnuffel kann in den Yoshi-Spielen ja auch immer durch die Lava durchlaufen. Und vielleicht kann er deswegen hier durch die Giftsuppe durchlaufen. Möglich wäre es jedenfalls. Aber was für eine nette kleine Idee, das freut mich.
Gut, dann springen wir mal hier rüber. Noch drei Collectible Münzen. 85 schon. Was ist hier los? Wird auf jeden Fall besser im Münzsammeln. Über dem Giftsumpf. Ja. Aber ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir wieder eine Etage tiefer. Ach, es macht schon Spaß. Also das Gebiet hier ist wirklich sehr, sehr schön. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren noch nicht hier rechts, ne? Ah, wäre ich vielleicht lieber mal da runtergesprungen. Moment, dann gehen wir doch nochmal nach oben. Ich glaube, beim ersten Mal, als ich hier war, habe ich da doch sogar alles abgesucht und da war nichts. Vielleicht ist ja jetzt was da, wo die Hauptquest beendet wurde. Da ist doch irgendwo so ein Balkon, genau. Ich versuche jetzt einfach mal dahin zu springen. Gut. Oh, hä? Da war vorher keine Tür, ne? War da vorher eine Tür? Ich glaube, da war keine Tür. Oder bilde ich mir das ein? Nö! Leute! Schatzkammer in Bowsers Festung. Ja, hier war definitiv keine Tür. Boah, es gibt vor allen Dingen nochmal Fettmünzen auch. Gut. Ich liebe diese kleinen Schatzkammern übrigens. Ich finde die total, total schön. Da unten brauchen wir ein Vögelchen. Wie auch immer ich einen Vogel hier hinbekommen soll. Ah. Da kann man vielleicht, ja, da kann man vielleicht von unten nach oben klettern. Ja, wäre auch denkbar. Haben wir denn hier irgendwas an der Wand? Ach, ich darf wieder nicht diese Ego-Perspektive benutzen. Jetzt. Also die Wand sieht sehr leer aus. Ich glaube, da haben wir alles. Ja. Gut. Dann schnappen wir uns mal so einen Vogel. Oh! Sollte dich catchen, mein Lieber. Ah, zumindest muss ich dann hier nicht nochmal hoch. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Müsste eigentlich da vorne hin. Da hätte ich da runtergemusst, oder was? Ah, Moment, da müssen wir nochmal nach oben. Ja, es ist ein bisschen schwierig, sich hier zu orientieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kommt halt nicht von jedem Balkon zu jedem anderen. Und in dem Fall müssen wir jetzt hier runterspringen und dann hier nochmal runterspringen. Genau. Und dann kommen wir zu der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Gut, das hier hatten wir ja schon. Da habe ich ja schon mal gesagt, hier kann man wahrscheinlich sehr gut Münzen farmen. Und da haben wir das Vögelchen. Hallöchen. Ah, erstmal Stachis klatschen. Wunderschönes Gefühl. So. Jo, tatsächlich, von hier aus kommt man nach oben. Wobei ich jetzt nicht so genau weiß, warum man das machen sollte. Ach so, oder... Nee. Oder? Ist das vielleicht der normale Weg, den man gehen sollte, um zu diesem Raum hinzukommen? Ich glaube, ja. Ich habe ein bisschen betrogen. Ja. Aber es ist trotzdem gut, dass wir da hingegangen sind, weil da ja noch Collectible-Münzen waren. Unnötige Wege gibt es ja meistens auch nicht so richtig. 91. Jetzt ganz nach unten. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt auch schon auf die nächste Ebene. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Ah, wenn man sich so ein bisschen seitlich stellt, dann kann man alle gleichzeitig aktivieren. Also in welche Richtung wollte ich denn jetzt? Stimmt, den hatten wir auch schon. Wir sind aber schon relativ weit unten. Na gut.
Hatte ich diesen Mond schon? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich glaube, ich hatte den schon, aber... Ja, den hatte ich schon, genau. Ein bisschen länger her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Jo, Hallöchen, Mond. Haben wir denn noch was bei der äußeren Mauer? Also eine Handvoll Collectible Münzen fehlt mir ja noch. Also irgendwo müssen auf jeden Fall davon noch welche stecken. Hier vielleicht noch irgendwo auch nicht. Dann sind wir schon bei diesem kleinen Koi-Teich. Hä, wieso fallen denn da Bomben runter? Ach so, ah, die droppen von da. Okay. Alles gut. Da scheint auch nichts mehr Verstecktes zu sein. Da bin ich schon drin gewesen, in diesem Teich auch. So. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas Neues? Aber anscheinend habe ich auch echt gut geguckt beim ersten Mal. Also ich bin diesmal offensichtlich nicht an so ganz viel vorbeigelaufen. Ich meine, so ganz riesig ist das Gebiet halt auch nicht mehr. Können ja hier vorne nochmal lang gehen. Ja, da kommen wir gleich wieder in diesen Bereich oder zu diesem Bereich. Genau, wo ich nicht so ganz weiß, wie man da hinkommen soll. Also zu dieser Mauer da hinten. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man überhaupt hinkommt. Habe ich ja auch, meine ich, das letzte Mal schon gesagt. Sieht aber so aus, als ob man da hin könnte. Hier haben wir auch nichts mehr. Ja krass, dann war ich beim ersten Mal echt so extrem gründlich. Hatte ich mir selber nicht zugetraut, dass ich so wenig vergessen würde. Aber das Gebiet ist eigentlich groß genug, um doch durchaus noch viel zu verstecken. Kommt dann wahrscheinlich erst mit dem Endgame, dass man so richtig, richtig viel noch findet. Gut, vielleicht hier an der Seite noch, auch nicht. Ja, dann gehen wir noch bis ganz nach unten, würde ich sagen. Ach stimmt, Moment, hier war eine Stelle, die ich nicht ganz zuordnen konnte, glaube ich, beim letzten Mal. Abgesehen von dem Bilderrahmen, der irgendwie nicht aktiv ist, warum auch immer. Hier war doch irgendwo noch so eine Bodenplattform, ne? Beziehungsweise genau, hier war eine Statue. Und ich wusste halt nicht, was man mit der Statue machen soll. Wobei, weiß ich immer noch nicht. Also ich weiß nicht, warum da die Statue steht. Kein Plan. Gut. Weiter nach unten. So, was haben wir denn hier? Der Crazy Cap Store. Da kann ich natürlich auch noch ein bisschen was kaufen. Da waren wir schon drin. Jo, hier habe ich auch alles gesehen, offensichtlich. Krass! Mann, war ich gut beim ersten Mal. Oh, aber da ist ein Mond dazugekommen. Oh nein! Mensch, 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 ich habe mich noch fast umgebracht. Jo! Seitwärts auf das Festungstor. Ich hatte von oben auch irgendwo noch Collectible-Münzen gesehen. Ich glaube, das waren sogar diese drei hier. Hier noch so. Zwei Dreierpäckchen fehlen mir noch. Und sie könnten überall sein. Die suchen wir heute aber noch. Also ich würde sagen, der Part geht heute einfach mal ein bisschen länger. Wird euch ja wahrscheinlich auch eher freuen, ne? Ah, wo sind Collectible-Münzen? Ja,
die werden wahrscheinlich echt hier irgendwo ganz fies an der Seite versteckt sein. Das bietet sich hier halt einfach so massiv an, dass man irgendwas mit den Vögeln machen muss. Da oben, die hatte ich schon. Da werden auch keine neuen dazugekommen sein. Da könnte aber ein Mond sein. Das wäre natürlich möglich. Unsichtbare Wand? Deswegen müssen wir da trotzdem nochmal hoch. Hatte ich den da schon? Ja, hatte ich schon. Das war nur ein Fragment. Tja, hier auch nichts Neues. Bleibt eigentlich nur noch die Stelle da unten. Beziehungsweise so ein bisschen rechts von dem Checkpoint. Nee, sieht auch nicht so aus. Gut, noch eine Ebene nach unten. Sind wir jetzt schon beim Start? Nee, aber fast. Versucht man eine gute Perspektive zu bekommen für die Kamera. Auch wieder nichts. Boah, aber wo sind denn dann hier noch? Wo sind denn dann noch hier Collectible-Münzen? Die müssen echt richtig, richtig gemein versteckt sein. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weil ich ja schon wirklich sehr, sehr genau schaue. Das mit den Musiknoten hatten wir schon. Tja, und jetzt geht's aber wirklich auf die letzte Ebene. Nee, immer noch nicht, die vorletzte. Also eine kleine Chance haben wir noch, dass wir irgendwo was finden. Hier sehe ich jetzt auch wieder nichts. Das kann doch gar nicht wahr sein. Nichts, nichts, nichts. Nirgendwo sehe ich was. Die meisten Monde und meisten Collectibles, die habe ich wirklich oben gefunden. Also ganz oben im Gebiet. Wenn man zu einer Plattform hinfliegt und von einer Plattform weg, dann kann man sich immer am besten umschauen. Hier kann man das Tor auch öffnen. Gut. Ja, aber dann sind wir unten angekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch in den Crazy Cap Store. Dann kaufen wir alles, was wir uns jetzt noch leisten können. Und die restlichen Münzen und Monde, die sammeln wir dann halt beim zweiten Besuch des Landes. Schade, dass ich die Collectible-Münzen nicht mehr gefunden habe. Nee, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo ich noch gucken soll. Na gut, Leute. Also, zum Store. Der war ja hier. Ich meine, ich könnte jetzt mal mit dem Papageien oben quatschen und könnte mir so ein paar Tipps holen bezüglich der Monde, aber... Nee. Wir haben nicht viel Kundschaft. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist eher ein ungünstiger Ort für einen Laden. Hat hier noch irgendwas? Nö. Hallöchen! Nehmen Sie all mein Geld. Kaufe ich, aber ziehe ich nicht an. Oder wobei, doch, ziehe ich mal kurz an. Einfach nur, um es zu sehen, aber... Pff, ja, ich hatte das letzte Mal gesagt, dass ich es nicht so schön finde, das Kostüm. Ja, schade, diese 25er-Statue, die können wir uns jetzt nicht holen. Und? Ja, das Kostüm ist voll langweilig, das gefällt mir nicht. Nee. Wir wechseln nochmal. Und zwar... Tja, wie will ich denn mal rumlaufen? Wo habe ich denn gerade mal Lust drauf? Verrückter Professor. Das Labor-Outfit. Dr. Mario. Ja, mehr oder weniger jedenfalls. Das heißt, zurück zur Odyssee. Und dann können wir auch nochmal fix die Monde abgeben.
Und damit haben wir 339. Die Odyssee hat ihr maximales Potenzial erreicht. Hey, wir haben sie komplett abgegradet. Oh, wir können auf den Mond! Bowser kann sich nirgendwo mehr vor uns verstecken. Wir folgen ihm auch noch ins Mondland. Auf geht's! Wir retten meine Schwester und Peach. Oh, das heißt beim nächsten Mal, liebe Leute, geht's also ins Mondland. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Es wird spannend. Euer Huxel. Ciao.